Und weiter geht's hier mit einer neuen Folge vom The Hunter Call of the Wild. Wir sind auf der Map Leighton Lake unterwegs und wir hatten letzte Mal ja schon so viel Theater mit den Kojoten, den ganzen Lümmels, im Livestream. Und jetzt testen wir doch mal nochmal auf Kojote. Es hat da hinten schon einer rumgerufen, aber dieses Mal mit einem vernünftigen Ballermann. Also legen wir los, gehen wir mal grob in die Richtung, wo es schon, wo er schon gerufen hat. Habe ich da gerade was gesehen? Ne, wo er gerade gerufen hat, also gucken wir mal grob hier in diese Richtung, grob hinter diesem Stein. Hat er gerade schon mehrfach gerufen beim Einloggen. Und ich habe mir währenddessen auch schon mal andere Waffen zugelegt. Die muss ich auch noch gleich ein bisschen ausrüsten. Aber das machen wir gleich, wenn wir hier so ein bisschen getarnt sind. Und wir locken ihn dann einfach währenddessen schon mal an. Und dann bauen wir schnell alles zusammen. So, das sieht auch hier schon mal ganz gut aus. Wir sind sehr gut getarnt. Wir sehen es halt unten rechts an der Ecke. Der Strich da ist gar nicht zu sehen. In der Mitte. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen leiser. Nicht, dass uns das hier alles so in die Ohren ballert. So, dann machen wir nochmal einen Geruchsneutralisierer drauf. So. Und dann schauen wir doch mal eben rein hier ins Inventar. Seht ihr mal, Waffen und so, alles noch gar nicht ausgerüstet. Also, Waffe 1, Waffe 2, Munition, Munition und das Visier jeweils drauf. Ja, womit sind wir auf Kojoten unterwegs? Diesmal mit dem neuen Cullman Kaliber 22H. 6-Schuss-Magazin Magazin. Und damit geben wir jetzt Gas. Aus dem letzten DLC vom Mississippi. Oder seitdem quasi mit auf dem Markt. Richtig geiler Ballermann, weil es eben Kategorie 1 bis 2 ist. Ein bisschen langsam in der Nachladezeit, aber das ist natürlich voll okay. Das Schöne auch da wieder, es ist nicht zum Eskalieren gedacht, zum wild drauf rumballern, sondern einfach gezielt einen Schuss absetzen und gut ist. Ja, im Livestream, wie gesagt, sind wir ja einigen Kojoten hinterher gerannt. Level 7 Kojoten und was nicht alles, also sehr hochlevelige. Und es war echt schwierig. Ich bin da mit dem 1er Pfeil, mit dem Bogen drauf. Und die waren tatsächlich schwierig zu kriegen. Oftmals halt im Bereich der Schulter dann getroffen. Oh, da vorne war da was. Und dann auch einfach nicht durchgekommen. Ich glaube, es war nur der Ast. Also ganz tricky das Ganze. Und ich denke jetzt gerade mit dem richtigen Ballermann 1 bis 2 sollte das doch dann ganz gut funktionieren. Kojotenjagen natürlich immer übelst tricky. Einfach am besten anlocken. Komplett unsichtbar sich irgendwo hin hocken, verstecken. Und dann versuchen ihn zu... ja, anzulocken auf Entfernung wäre halt die andere Möglichkeit. Also man hat vielleicht das Glück, man sieht einen irgendwie ganz weit hinten sitzen. Es war vielleicht vorher schon leise unterwegs. Dann kriegt man den vielleicht auch noch. Ansonsten halt echt super tricky, der Kojote. Also ab ins nächste Gebüsch. Und gucken, ob wir ihn kriegen. Und da ist er. Da ist er tatsächlich. Auf 60 Meter. Gucken wir mal, ob wir ihn hin... ja, kriegen wir doch. Auf 50 Meter genullt. Linker Lungenflügel müsste es... ne, rechter Lungenflügel müsste es gewesen sein. War vielleicht ein bisschen schnell. Aber nach den letzten Erfahrungen mit den Kojoten, Alter...
Ei, 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 ei. Ich bin gespannt, wie viel wir hier heute sehen. Die Area, ich zeige es mal eben auf der Map. Das ist halt hier in diesem Bereich. Hier war schon einiges los. Also, ziemlich mittig. Hier war wirklich einiges los an Kojoten. Dem einen hinterhergelaufen mit einem Pfeil in der Schulter. Und dann schon direkt wieder den nächsten gefunden und so weiter und so weiter. Und dann den schon wieder angeschossen und den nächsten gefunden. Also es war wirklich ein ständiges Kojotengeheule. So, hier haben wir die Spuren. Und hier die Blutung. Ziel abgeschossen, finde eine Spur. Okay, ich verfolge ja die Story nicht weiter. Sondern, ja, spiele einfach komplett frei. Ohne die Story. 25%. Ja, das ist natürlich ein Unterschied, mit so einem Ballermann jetzt drauf zu halten. Oder eben mit dem 1er Pfeil, mit dem ganz kleinen, dünn. Der ist halt tatsächlich dann... Wobei der Pfeil ist auch 1 bis 2, ne? Der Pfeil ist auch Kategorie 1 bis 2. Allerdings tatsächlich besser geeignet für Kaninchen, Hasen und Co. So, was hatten wir hier? Oh, knapp. Knapp die Lunge getroffen. Nur so reingesplittert vom Bein. Ja, nichtsdestotrotz, Silberwertung hat funktioniert. Den ersten quasi schon im Sack. So, der Coyote, Alter. Mitgenommen, da geht aber bestimmt noch ein bisschen mehr. Hahaha. Ja, ich mache mich weiter auf die Socken. Und wir gucken einfach mal, wann der Nächste hier ruft. Und da ist der nächste Ruf. Ha, sehr gut. Man hat es vielleicht gerade schon gesehen. Da war der gerade schon Spuren und es war tatsächlich ein Kojote. Es waren also tatsächlich Kojotenspuren, die da schon ja gerade noch weiß markiert waren. Ich bin ihnen jetzt einfach mal gefolgt und in der Hoffnung, dass man da irgendwie näher rankommt. Es war alles von der Losung her auch schon alles sehr alt. Aber tatsächlich kommt man hier hin. Es wird langsam dunkel. Also die Uhrzeit. Ja, vielleicht gehe ich sogar bis in die Nacht hinein. Könnte man eigentlich auch machen. Der Wind ist jetzt hier ein bisschen tricky. Nicht gut. Und ich versuche jetzt hier oben mal hinzugehen. Dass wir dann, von da war der Kojote, dass wir den vielleicht da nicht so im Mief drin haben. Sehr gut, ja. Das passt gut. Also ich gehe vorne ins Gehölz. Und dann versuchen wir ihn noch mal ein bisschen anzulocken. Nochmal. Es ist schon mittlerweile dunkel geworden. Er lässt sich gerade richtig viel Zeit. Nachteil ist, der rennt tatsächlich hier in den Mief rein. Also er geht quasi in den Wind. Das heißt, es könnte sein, dass er jetzt tatsächlich gleich wieder verschwindet. Ist genau die Grenze jetzt vom Wind. Gar nicht gut. Ich habe gerade mal meine Position ein bisschen verlegt. Bin ein paar Bäume weiter nach rechts gelaufen. In der Hoffnung, dass ich ihn jetzt hier hinten irgendwo sehe. Aber es macht es natürlich jetzt gerade übelst schwierig, wenn es natürlich jetzt schon so dunkel ist. Ganz, ganz tricky die Situation. Vielleicht wechseln wir doch dann gleich doch nochmal auf ein Nachtsichtgerät. Weil so macht das gerade nicht wirklich viel Sinn. Oh mein Gott, Elche! Direkt vor mir. Ich bin hier mit dem Nachtsichtgerät gerade unterwegs. War auf der Spur. Ei, ei, ei. War direkt auf der Spur vom Kojoten.
Ich glaube, ich habe gar nicht den passenden Ballermann dabei. Doch, bis zum Elch. Aber gerade nichts mehr zum Locken. Na, ob wir den noch kriegen? Warnruf hat er gerade schon gemacht. Ich bin hier einfach so durchmarschiert. Immer dem Kojoten hinterher. Da war eine wilde... Also ich habe ihn lange hin und her gelockt anscheinend. Ganz, ganz viele Spuren gerade. Und dann ist er aber anscheinend tatsächlich in mein Mief reingerannt und war dann weg. Es war dann noch zwischendurch einmal so ein Warnruf. Und ja, danach ist er dann halt abgehauen. Ja, die Elchtröte habe ich ja leider noch nicht. Die lassen wir gehen, komm. Zu viel Theater jetzt da hinterher zu rennen. Die Elchtröte habe ich ja leider noch nicht. Das heißt, da muss ich noch ein bisschen für skillen und leveln vor allem. Aber da hinten sind wohl noch mehr. Also, schon mal gleich testen. Vielleicht kriegen wir ja nochmal einen guten Elch oder einen Elch in Schussreichweite. Ansonsten Schwerpunkt halt heute die Kojoten. Ja, gerade das Nachtsichtgerät ausgerüstet. Und ich dachte erst, Alter, so dunkel ist es ja gar nicht. Ob ich überhaupt dann was sehe. Aber man muss sagen, ja, der Restlichtverstärker tut da seinen Dienst. Also es funktioniert wirklich ganz gut. Und damit laufen wir jetzt erstmal ein bisschen weiter. Oh, direkt wieder vor der Nase. Ich bin gar nicht weit gelaufen. Direkt vor der Nase. Wieder einige Elche. Der Wind steht gut. Ein paar Weibchen. Das ist natürlich die Frage. Da und da. Haben wir noch einen großen Bullen dabei oder nicht? Auch da. Ich meine, die kleinen Weibchen sind ja jetzt nicht so ganz interessant. Da haben wir doch einen. Jawohl. Ich hoffe, dass ich weit genug damit reingekommen bin. Das war jetzt von schräg hinten sozusagen in die Flanke rein. Mit dem 303. Ich hoffe, das passt soweit. Wir laufen mal ein bisschen hinterher. Ja, es war doch ein ganz vernünftiger Blutungsgrad. Ah, guck mal. Da vorne liegt er dann auch schon. Also, sollte doch gar... Alter, schockschwere Not. Eskalation. Ei, 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 die machen mich noch gleich platt. Ich sehe das schon kommen, ey. Ja, was ist es denn? So. Goldwertung. Na, das ist doch nett. Das hat sich doch gelohnt. Goldwertung 210. Stufe 4. Leicht. Ja, ihr seht von hinten. Bisschen zu spät geschossen. Bisschen eher wäre noch besser gewesen. Vielleicht dann mit der Chance auch noch das Herz zu treffen. Aber ich glaube, so weit durch bin ich auch gar nicht gekommen. Aber immerhin, Magen und Lunge war halt wichtig, die noch zu treffen. Sehr schön, mitgenommen das Ding. Was halt ganz geil ist mit dem Nachtsichtgerät, ne, wenn man hier einfach mal einen auf dunkel macht und man schaut so in die Weite. Man kann halt wirklich weit gucken. Und, ja, im Idealfall entdeckt man hier eben auch noch ein bisschen was auf Entfernung. Guck mal da. Zum Beispiel einen Elch. 240 Meter. Guck mal da, ey. Vielleicht kriegen wir ja sogar auf so eine... Oh, guck mal da, die nächsten Elche. Vielleicht kriegen wir sogar auf so eine Entfernung, schön entspannt in der Nacht, noch einen Kojoten zu Gesicht. Das wäre doch nicht so schlecht. Ich muss ja echt sagen, die Kojoten, nachdem die mich so genatzt haben beim letzten Mal, habe ich auch schon gesagt, Alter,
nächster Stream, aber ganz sicher, gehen wir da mit dem dicken Ballermann rein. Also schön mit dem Kaliber 22H. Und ja, es fetzt. Aber so muss das auch sein. So, jetzt gucken wir nochmal ein bisschen auf Entfernung. Ich meine, wir könnten natürlich auch versuchen, hier nochmal den Elch zu nehmen, ne? Kommen wir denn dann dahin? Wir müssten wahrscheinlich hier irgendwie so rüber. Ja, hier vorne sieht das so aus, als ob man rüber kann. Also wir würden drankommen. Ich sag mal, ich gehe mal auf 150 Meter. So wie er jetzt liegt, ist es halt ein bisschen schlecht. Wobei, wir haben wir hier, in dem Bereich ist ja das Schulterblatt. Das heißt, wenn wir da knapp hinterm Schulterblatt und vielleicht ein bisschen tiefer in dem Bereich hinschießen, hätten wir vielleicht sogar noch die Chance aufs Herz. Ich gehe mal ein bisschen näher dran, wie gesagt, auf 150 Meter. Und dann schauen wir uns das gleich mal ein bisschen besser an. Jetzt kommen wir hier natürlich genau in so eine Senke gerade. Ja. Vielleicht kommen wir dann sogar schon auf 100 Meter dran. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ne? So, da ist er wieder. Oder wir warten ab. Wir laufen einfach ein bisschen lauter weiter. Und warten, dass er sich hinstellt. Ist eigentlich die elegantere Variante. Und die etwas sichere. Na, er schnuppert schon so ein bisschen rum. Wobei der Wind hier eigentlich safe ist. Wieder reflektiert hier im Wasser. Gucken wir uns nochmal eben ein bisschen um hier. Ob noch irgendwas weiteres, irgendwas Interessantes am Wasser gerade rumlungert. Irgendwo hier sich ausruht oder so. Nicht, dass wir dann durch den Schuss irgendwas anderes, Interessanteres vielleicht noch verjagen. Ich meine, der Elch ist halt nur Level 3. Aber es ist tatsächlich auch gerade nichts zu sehen, weit und breit. Von daher versuchen wir das, würde ich sagen. Wir gehen jetzt hier... Oh, du Schlingel. Du Schlingel. Die Kojoten, ich sag es euch, ey, die haben es auf mich abgesehen. Die wollen mich natzen. Und ich glaube, da sind sogar Hasen. Ist das da gerade hin und her gehoppelt? Da sind tatsächlich die Hasen. Wir versuchen erstmal den Kojoten. Der Elch chillt ja da. Ich gehe mal in die Richtung und dann gucken wir mal, ob wir den Kojoten kriegen. Ei, 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 was man hier alles sieht, ey. Auf der Kojotenjagd nicht nur die Elche, sondern auch noch einen Schwarzwedel. In Lauerstellung. Aber auch noch ein ganz normales, einfaches. Ich meine, letzten Endes, der Wind ist halt mies. Ich bin echt der Meinung, dass der Kojote auch schon hier wieder genau im Wind stand. Die sind aber auch geschickt heute doch. Ich würde sagen, wir halten da jetzt mal drauf. Ah, schon vorbei. Ich würde sagen, schon vorbei. Vielleicht kriegen wir es nochmal gestoppt dadurch. Wild, aber so ist es. Wild, aber so ist es. Genau, auch hier wieder leicht von hinten. Gleiches Szenario eigentlich wie eben. Ab in die Lunge. Und schnell erledigt. Hat keine besondere Wertung. Ich würde sagen, ich gehe nochmal in Richtung Elch. Vielleicht ist er ja noch da. Die Kojoten, die wollen nicht. Die heben wir uns dann vielleicht auf für den nächsten Stream. Also, der Elch ist noch da. Glück gehabt. Wir gehen mal ein bisschen näher ran und probieren unser Glück dann jetzt nochmal so ungefähr auf 100 Meter, würde ich sagen. So, ich bin jetzt mal ein bisschen weiter rumgelaufen, dass wir einen etwas anderen Winkel haben. Er ist immer noch nicht aufgestanden. Ich laufe hier ganz normal, unter 100 Meter schon. Und ich würde sagen, so haben wir doch auch einen ganz guten Schusswinkel. Leicht schräg nach vorn. Trotz allem sollte das doch hier eigentlich ganz gut passen. Also wir markieren.
gehen auf das Zweier, 75 Meter und ein bisschen drüber halten. Ja, ich glaube, es war eine ganz gute Idee, hier hinten herum zu laufen jetzt. Er ist ja in diese Richtung hier gelaufen, von dort hier rüber. Und ich habe hier auch schon die Spuren von ihm sofort wieder entdeckt. Der ist ja markiert, also die Spuren auf dem Weg dahin. Na, guck mal. Und dann liegt er hier auch schon. Na, ist er hängen geblieben hier im Gebüsch? Das ist ja auch ein Ding, Alter. Das passiert ja auch selten. Dann bleibt dir einfach der Elch quasi im Gestrüpp hängen. Abgefahren. Abgefahren, Alden. Aber geil. Mitgenommen. Trophäe. Ich bin gespannt, was er bringt. Silberwertung. Und getroffen. Ja, auch da wieder ein bisschen zu hoch. Ja, also merken. Ja, gut, der liegt dann auch noch, ne? Also nochmal ein Stückchen tiefer. Und ich merke, ich brauche ein bisschen mehr Wumms für Elch. Aber das war ja auch nicht der Plan heute. Nichtsdestotrotz, schönes Ding. Gerne mitgenommen. Passt immer gut, so ein Elch. Weidmannsheil, ihr Lümmels. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch.